Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Heute befinde ich mich in der Nähe von Apolda. Der Weizen hat hier die Ähre geschoben und in den nächsten Tagen ist Regen angesagt. Besonders bei den Vorfrüchten Mais und Weizen stellt sich die Frage, ob eine Fusarienbekämpfung sinnvoll ist. Nicht immer besteht nur eine Gefährdung bei bestimmten Vorfrüchten und durch Erntereste. Nein, es können auch Infektionen geschehen aufgrund von infizierten Saatgut und Dauersporen. In diesem Jahr hat man häufig an der Halmbasis Fusarien identifizieren können, Kolmorum oder auch Nivale. Es reichen 5 mm Regen aus und über 18 Grad, um Infektionen zu erzeugen. Sobald die Ähre geschoben ist und Sie die ersten Staubbeutel erkennen und etwas Niederschlag fällt, besteht ein hohes Infektionsrisiko. Dann sollten Sie schnellstmöglich ein Fungizid spritzen, innerhalb von 48 Stunden, um auch eine gute Wirkung gegen Fusarien und Dornbildung zu haben. Es gibt einige Azole, die eine gute Wirkung haben, zum Beispiel Protoconazol, Met oder Tebuconazol. Wichtig ist, dass Sie auf eine hohe Konzentration achten, eine feine Düse nehmen, wenn auch möglich Doppelflachstrahldüsen und gegebenenfalls Additive verwenden. Es reicht aus, wenn Sie mit 100, 120 Liter Wasser arbeiten. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!